Sag mal, was ist denn das für eine Dreckshöhle? So. Ich komme. Das ist sehr unangenehm. Was? Hier? Keine Ahnung. Tja, ich bin zur Vernunft gekommen, genau, und deswegen höre ich dich auch reden. Weil irgendwelche Stimmen, das hören vernünftige Leute immer. Ich finde halt diese Action-Segmente, wo man die Geräusche mit der Taschenlampe finden muss, das ist, boah, das kann ich nicht gut. Ups, das ist ein Schädel gewesen. Was ist denn? Was ist denn? Hallo? Off the record, Ellis. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun, you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is on me. Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt there was something I had to do. Had to. Couldn't. Alles klar, ich bin kerngesund. Ja, das ist normal. Ja, ja. Tagträume dieser Art. Vollkommen normal. Das habe ich immer. Ups. Oh. Hallo Bullet. Es ist wieder dunkel. Yeah, how did we end up back here? Guck mal hier, mein Kleiner. Jo. Mein Bester. Mhm. Oh mein Gott. Schon wieder. It's okay, Bullet. It's okay. Easy, boy. It's gone now. Marius. Alter Schwede. Das ist ein bisschen beklemmend, muss man ganz ehrlich sagen. Wasser. Da lang könnte es sinnvoll sein. Mhm.
Aber der macht sich gar keine Gedanken um seine seltsamen Träume. Ja gut, ich meine, er ist seelisch ja wirklich nicht gesund. Okay, Sieg! Na? Nö. Nothing, ja? You got nothing? Du hast mir auch gar nicht gesagt, wonach er suchen soll, ne? Was ist das für ein Licht? Lichte Licht. Dog tag. Where did? No, no, that's impossible. Yeah, yeah. Let's move on. Quatsch, nein. Come on, look around, boy. Nothing there, huh? Ich könnte die Taschen aber ja wieder wegmachen. Jo. Die sparen wir uns. Also nicht, dass das jetzt irgendwie. Na, die funktioniert so, wie sie soll. Also die Spiele bei diesem. Das ist jetzt nicht sehr immersiv, was ich da mache, aber egal. Die Spiele bei Bloober Team sind sehr geskriptet, geben einem aber das Gefühl, man könnte viel beeinflussen. Manche Rätsel muss man lösen, das ist richtig. Die Angst, die Monster zu vergessen, von Todd McKinnon. Kate McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit in das Sägewerk im Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort leben. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die Geschichten hätte weitergeben können. Das Häuser in dem existiert nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in die Vergessenheit gerät. Nicht bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hat, sich das Leben zu nehmen. Das ist wichtig. Das ist auch richtig. Ansehen. It's him. He buried something nearby. Let's find it, buddy. Okay. Dann wissen wir ja schon, was zu tun ist. So, erstmal gucken, was haben wir hier. Looks the same, but older. A lot older. Oh, this doesn't make any sense. Another one. Ja, sonst noch was? Nein. So, wo ist das Ding? Wir gehen mal hier lang. Ich weiß ja, wie es aussieht. Aber warte mal. Kleiner, bist du? Bullet! Ach da. Okay, seek! Nee, hat nichts. Nothing, eh? Dann gehen wir weiter. Also ich renne hier relativ planlos durch die Gegend. Also ich habe keine Ahnung. Na super.
Also nichts. Ah, hier. Gut, okay. So, dann. So. This looks like the place. What'd you find? Jo, jo, das war. The Tappy East Creek Timber Company. Wait. Haben wir eben? I've seen this logo before. That's where Landing was going. Mhm. It's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Wäre nicht schlecht. Awesome. Peel! Take a good long whiff bullet. It's important. Attaboy. That's it. Take me to it. Yeah. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ja, ja, mach. Ich hab dich kurz verloren, ist ja okay. Komm ja jetzt mit. Das ist doch jetzt Bullshit, oder? Elijah 5, this is Monarch. Do you copy? Elijah 5, do you copy? This is... No, you're not real. Das wird langsam ein bisschen bedrohlicher. Hey, buddy, what's wrong? Das mag er nicht. Better now, Bullet? Falsch.
Was? Oh Mann, das ist wieder Action. Bitte.